Moin zusammen. Wir hatten schon mal ein Video zum Thema Oberfräsen gemacht. Da habe ich euch gezeigt, wie man mit einem einfachen Brettchen dafür sorgt, dass wir unsere größeren Bretter oder Bohlen oder auch Stirnholzflächen abrichten können. Das ist ganz gut angekommen und ich habe noch ein, zwei Tricks im Ärmel, die wir jetzt heute auch mal präsentieren möchten. Dafür brauchen wir dieses Monster hier an Parallelanschlag und im Vergleich hier ist das da doch schon ein bisschen mickrig, was wir in der Regel bei unseren Oberfräsen so im Lieferumfang enthalten haben. Das habe ich einfach nur aus Reststücken zusammengekloppt und diesmal darauf geachtet, dass jetzt hier wenigstens die Unterlage aus einer Siebdruckplatte ist, der Rest aus Multiplex. Da ist ein bisschen Farbe dran, ein bisschen eingerissen. Das reicht aber für unsere Zwecke vollkommen aus. Wer es schöner machen will, der soll es bitte schöner machen. Mir geht es ja wie immer nur um die Funktionalität. Das heißt, wir müssen natürlich darauf achten, dass beispielsweise hier diese Geometrie an der Stelle rechtwinklig ist. Und dann können wir auch schon loslegen. Der Vorteil ist, dass wir jetzt hier so viel Auflagefläche haben, dass wir zum einen, weil die aus Holz ist, da irgendwas noch dran schrauben können und wir beispielsweise jetzt hier mal direkt in der ersten Übung zeigen können, was das überhaupt soll. Das Problem, was bei den meisten Oberfräsen besteht, wir haben hier in dem mittleren Bereich natürlich keine Auflagefläche. Dann ist auch seitlich hier mit unserem Anschlag eine relativ geringe Auflagefläche. Das ist dann auch hier bei der kleineren Maschine so. Auch hier merken wir, ist so ein ganz, ganz leichter Übergang. Ja, und das kann halt eben dafür sorgen, dass wenn wir die Oberfräse an unser Brett aufsetzen, dass man mal kurz ein bisschen hängen bleibt. Das ist hier natürlich jetzt bei unserer Fläche nicht der Fall und wir haben auch eine sehr große Auflagefläche, weil ich dieses Loch hier, vorhin habt ihr gesehen, an der Ständermohrmaschine so klein wie nötig gemacht habe. Und das sorgt jetzt im nächsten Beispiel dafür, dass wir halt eben sehr komfortabel und sicher arbeiten können. Wir möchten jetzt mit unserem Schwalbenschwanzfräser hier eine Fräsung vornehmen und normalerweise ist gerade bei diesen kurzen Stücken, das sind jetzt hier vielleicht so 15 cm, das Problem, dass wir gerade am Anfang ein leichtes Kippelverhalten haben, am Ende auch, dann wird ein bisschen nach links gefräst oder nach rechts. Alles nicht ganz so einfach. Hier haben wir jetzt wirklich Auflagefläche ohne Ende. Ja. Dieser seitliche Anschlag sorgt dafür, dass ich jetzt hier kein Kippeln mehr habe. Ich muss es einfach nur hier entsprechend gegendrücken und dann funktioniert das Ganze auch. Gleichzeitig, wie gesagt, durch diese durchgehende Oberfläche an der Stelle habe ich auch nicht das typische Einhaken am Anfang und dieses leichte Runterkippen am Ende. Genug der vielen Worte, los geht's. Ihr habt gesehen, das ging sehr komfortabel, selbst bei diesem kurzen Abschnitt. Und jetzt habe ich hier oben kaum Auflagefläche. Aber weil ich ja seitlich so viel Auflagefläche habe, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, hier von der anderen Seite auch nochmal eine entsprechende Fräsung vornehmen zu können. Ja, das ging doch schon mal richtig gut und ihr könnt sehen, jetzt haben wir hier eine Auflagefläche von weniger als einem Zentimeter und es ist normalerweise, wenn wir es mit der Oberfräse machen wollen, ja, nicht ganz so eine einfache Geschichte, hiermit ohne Probleme.
Das war es aber noch nicht. Ich zeige euch noch 2 bis 3 andere Sachen, die wir damit jetzt machen können. Kommen wir zur nächsten Funktion. Ich möchte jetzt Kreise fräsen. Dazu dann einmal hier ein gutes Stück weg. Und ich sehe gerade, wir müssen einmal den Fräser tauschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier einmal den Nutfräser eingespannt. Lass den jetzt hier, wie die Materialstärke entsprechend rausstehen. Vielleicht noch ein bisschen Millimeter mehr, damit wir eine saubere Kante bekommen. Und jetzt müssen wir einfach nur noch den Radius bestimmen, den dann hinterher unser Kreis bekommen soll. Machen wir jetzt mal hier frei aus der Hand. Sagen wir mal, Gesamtdurchmesser 30 cm. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal ein Loch bei 15. Das heißt, wir nehmen uns hier die äußerste Schneide und machen dann hier bei 15 cm die Bohrung. Wir nehmen uns jetzt hier eine Schraube, die wird entsprechend sowohl in dem zu fräsenden Material versenkt, als auch in dem Opfermaterial, was wir da drunter haben, damit es fixiert ist. Nicht zu fest, wir wollen ja die Oberfräse noch bewegen können. Ohne Spiel, ja, sieht doch gut aus. Und den Rest, den kann man sich, glaube ich, denken. Ihr könnt sehen, ich habe ja hier vorhin begonnen, es gibt jetzt auch ja, keinen Startpunkt oder auch keinen Endpunkt, den man erkennen kann. Wir haben hier also wirklich einen sauberen Kreis. Messen wir jetzt auch einmal noch. Und ihr könnt sehen, oh, wenn ich hier bewege, ja, das sind exakt 30 cm. Das sieht jetzt nicht unbedingt schön aus, aber ihr habt gesehen, das Ergebnis stimmt und darum geht es mir eigentlich immer bei diesen ganzen Vorrichtungen. Und da müssen wir auch ehrlich sein, wie oft macht man denn so Kreise? Für 3, 4 Kreise im Jahr brauche ich mir jetzt keine großartige Schablone zu bauen. Da funktioniert es schon ganz gut. Dann gibt es natürlich noch den einen Punkt, wo man sagen kann, naja, ich habe jetzt aber diesen kleinen Punkt in der Mitte gehabt, diese Bohrung, das möchte ich nicht. Das ist natürlich, wenn man dickere Massivholzplatten macht, da kann man natürlich dafür sorgen, dass man, naja, die unschöne Seite natürlich die Bohrung reinmacht und das Ganze umdreht, dann sieht man es nicht mehr. Wenn wir dagegen hier Plattenmaterial haben mit einer glatten Oberfläche, da können wir uns dann auch mit doppelseitigem Klebeband behelfen. Im besten Falle nehmt ihr dann auch so ein Gewebeband, was einfach noch mal ein bisschen mehr Klebekraft hat. Und dann können wir uns auch hier den Punkt suchen. Ihr habt jetzt hier gesehen, ich habe einfach nur in der gleichen Materialstärke eine Siebdruckplatte genommen. Auch hier das Oberteil ist wieder zu bewegen. Und das machen wir jetzt mal willkürlich, ohne auszumessen. Einfach fest, damit ich euch zeigen kann, dass wir auch so, ohne Spuren zu hinterlassen, jetzt beispielsweise hier einen kleinen Kreis herstellen können. Ich meine natürlich großer Kreis. Was quatsche ich denn schon wieder? Absauge dran und dann wollen wir auch das kurz mal machen. Ihr könnt jetzt hier an der Unterseite sehen, ich habe noch 2 zusätzliche Bohrungen gemacht und die sind so passgenau, dass da jetzt 2 Dübel reinpassen. Der eine oder andere kennt vielleicht schon den Trick. Der sorgt jetzt dafür, dass die Fräsung, die ich vornehme, beispielsweise die Nut, die ich jetzt machen möchte, mittig ist. Ohne dass ich jetzt hier irgendwie was ausrichten muss oder sonst was, kann das jetzt hier einfach entsprechend ablegen. Drehe das dann einfach so weit, bis ich merke, okay, weiter geht's nicht. Jetzt ist er exakt an der Mitte und jetzt führe ich das hier nach vorne und fräse meine Nut.
Jetzt kontrollieren wir einmal, ob wir mittig gelandet sind. Ja, ich denke, das ist ausreichend. Je exakter wir hier bei den Bohrungen sind für unsere Dübel, das heißt, der Abstand vom Mittelpunkt muss entsprechend hier zu beiden Seiten hin gleichbleibend sein. Und je genauer das ist, desto mittiger wird auch hinterher die Fräsung. Da muss ich aber ganz ehrlich sein, wenn das jetzt hier mal irgendwie ein Zehntel oder zwei in eine Richtung oder die andere Richtung geht, dann ist das, glaube ich, auch zu verschmerzen. Das Ergebnis können wir jetzt hier sehen. Ich habe also hier entsprechend ein bisschen Material abgenommen, habe dafür gesorgt, dass es auch hier schön plan wird und könnte jetzt natürlich auch so fortfahren. Ist also ein bisschen eine Modifikation zu unserem vorangegangenen Video. Und da gab es auch schon ein paar Kommentare, warum ich das in dieser Konstruktion nicht auch schon letztes Mal so gezeigt habe. Das Problem ist ja so ein bisschen, wenn wir breite Bohlen machen wollen, müssten wir theoretisch auch hier dieses Brett sehr breit machen. Und das sorgt irgendwann dafür, dass es hier in der Mitte auch durchhängt. Wir müssen uns entsprechende Referenz bauen. Geht alles, gibt es auch auf genug Kanälen schon vorgestellt. Ist mir dann aber in der Regel dann doch wieder wahrscheinlich ein bisschen zu viel Aufwand. Und darum fand ich die Variante hier mit einer Seite nur die Platte, was man hier natürlich auch machen kann, eine gelungene Sache. Und wenn es halt eben um schmalere Stücke geht, vielleicht auch nur mal um eine Leiste, wer halt eben keinen dicken Hobel hat, der kann sich hier sehr schnell damit behelfen. Ja, das waren jetzt mal drei Anwendungsbeispiele, die wir hier fix ausgeführt haben. Zuallererst hier war mir vor allem in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen, wie nervig es ist, dass es halt eben so kippelt. Wenn man keinen Frästisch hat, dann ist es teilweise auch eine echt gefährliche Aktion. Oder man muss sich halt eben hier an der Vorderzange ganz viel drumherum bauen, damit man halt eben eine entsprechende Auflagefläche hat. Und ihr habt gesehen, das geht hier wirklich sehr fix. Und ja, so eine Schwalbenschwanzverbindung, also eine entsprechende Gratung, ist auch immer eine sehr schöne Verbindung. Und wenn man die mit der Oberfräse herstellt, mit dieser Konstruktion, fix gemacht. Dann haben wir hier eine Nut gefräst. Das könnte beispielsweise für eine Rahmenfüllung sein oder alternativ auch, wenn man jetzt hier eine Lochreihe fertigen möchte, wenn man eine Dübelverbindung macht oder ja, ich sag mal so eine Art Billig-Domino-Fräse, die wir halt eben hier in verschiedenen Langlöchern dann halt eben einsetzen können. Da muss man natürlich vorab sich ein klein bisschen Mühe geben, dass der Abstand da entsprechend passt. Bei mir hat es jetzt Gott sei Dank beim ersten Mal hingehauen. Ja, wenn nicht, dann müsst ihr halt eben nochmal daran. Habt ihr immer noch die Möglichkeit, das Ganze um 90 Grad gedreht nochmal zu probieren. Ja, dann zuletzt noch die Methode, so ein bisschen abgewandelt, hatte ich ja schon gesagt, aus dem ersten Video, was wir zur Oberfräse gemacht haben. Wir haben halt eben damit die Möglichkeit, vor allem auch schmalere Leisten oder wie hier jetzt dieses kleine Brettchen nochmal ein bisschen dünner auszuhobeln oder auszufräsen vielmehr. Wir sind auch bei unserem dicken Hobel ja begrenzt, was die maximale Frässtärke betrifft, die wir halt eben durchschieben können. Da ist in der Regel so bei 3 mm Ende. Da kann man sich natürlich auch nochmal ein Opferbrett runterlegen, dass man halt eben ein bisschen an Höhe gewinnt. Nur sorgt es in der Regel dafür, dass halt eben die Hobelwelle dafür Ausrüste sorgt und so ein dünnes 3 mm Brettchen einem um die Ohren fliegt. Und hier haben wir halt eben die Möglichkeit, ja, das Ganze halt eben nochmal ein bisschen dünnere Materialstärke auch runter zu fräsen. Und wenn es dann halt eben zu dünn wird, bevor das Flattern dann anfängt, können wir auch einfach doppelseitiges Klebeband darunter machen. Dann kriegt man das auch ganz gut in den Griff. Wer sich jetzt diese Konstruktion hier beim letzten Mal gebaut hat, vergesst es. Baut euch lieber diese Konstruktion her, denn hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auf dieser Seite entsprechend, ja, wie ich das schon mal in dem Video gezeigt hatte, für eine entsprechende Auflage zu sorgen, dass wir halt eben auch endlos breite Bohlen oder auch beispielsweise Baumstämme entsprechend abrichten können. Ich hoffe, das war genug Inspiration und Motivation, diese Sache hier nachzubauen. Das waren vielleicht 5 Minuten, wie immer bei mir, nicht schön, aber selten und vor allem funktional. Achtet auf den rechten Winkel, achtet auf die Abstände beim Dübel und ja, dann lohnt sich, wie gesagt, hier die 5 bis 10 Minuten Arbeit meines Erachtens vollkommen. Und dann könnt ihr den kleinen komischen Anschlag, der normalerweise bei den Oberfräsen dabei ist, auch für die meiste Zeit vergessen. Genug provoziert. Ich freue mich auf die Kommentare, freue mich auf Kritik, freue mich auf Verbesserungsvorschläge. Ich denke mal, dass es hier noch, allein durch die Tatsache, dass man sich hier ein simples Brett runtergeschraubt hat, noch ganz viele weitere Variationen möglich sind. Seid einfach mal ein bisschen kreativ. Das waren jetzt meine Vorschläge. In den cleveren Köpfen da draußen fällt noch viel mehr ein. Genug gesabbelt, ab in die Werkstatt. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, liken, teilen, abonnieren. Das hat ja auch so ganz gut geklappt. Machen wir einfach alles weiter. Bis zum nächsten Mal.